Herzlich willkommen zurück zu Rome 2 Total War. Hannibal vor den Toren, hier ist wieder Fabi. Und wir haben jetzt hier immer noch diese rebellierende Armee bei uns vor der Haustür stehen in Emporion, wo ich ja in der letzten Runde Erwarte meine Hannibal Befehle. reingezogen habe. Der ist immer noch im Gewaltmarsch. Okay, den nehmen wir mal raus. Ich würde gern diese Armee hier loswerden. Das Problem ist, ich weiß noch nicht so ganz, was da drin ist. Wie kann ich euch dienen? Ich brauche meinen Befehle. Spion wieder da unten. Mein Werk ist vollbracht. Ganz ehrlich, Leute, ja gut, wir haben jetzt kein Geld, aber ich hätte auch gern irgendwann mal noch einen Streiter in der Armee. Oder halt ein, keine Ahnung, wie er bei Karthago heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Also so ein Typ, der halt die Zu Armeeerfahrung euren verbessern kann. Diensten. Also diese Armee hier ist ja ganz gut aufgestellt. Die wird vielleicht Spanien hier mal noch ein bisschen aufräumen, denn mein langfristiges Ziel mit Hannibal ist es, Mein Herr. nach Italien rüber zu gehen und dort aufzuräumen. So, jetzt Zu hier. euren Diensten. Die Söldner behalte ich noch mal eine Runde, bis sich meine Armee ein bisschen erholt hat. Ich lebe, um den mächtigen Karthago zu dienen. Diese Armee muss rüber hier zu den Massesyliern und muss dort noch die restlichen Einheiten aufwischen, die da noch da sind. In Sitifi sind wir ja gerade dabei, das Stadtzentrum umzubauen. Das ist okay. Ich meine, wir haben momentan diese Runde kein Geld mehr. Das hat sich eh alles erledigt. Wenn ich jetzt wüsste, was halt diese Armee so hat. Ich möchte jetzt nicht Mein Herr. Hannibals ganze Armee verheizen. Deswegen, ich mache mal einen Quicksave und wir probieren es einfach mal aus, Bereit zum Kampf. gegen diese Rebellen da zu Zum kämpfen. Sieg. Ach du heilige Scheiße. Wie würde das enden? Wir probieren das jetzt mal automatisch und hoffen, dass wir nicht zu viele Elefanten verlieren. Wir haben ihn wieder nicht vernichtet. Ich krieg langsam das Kotzen, echt. Ich werde für Karthago meilenweit reisen. Wir können ihn aber nicht mehr erreichen, deswegen zieht er sich jetzt zurück. Seine Armee ist eh Wie total. kann ich Karthago dienen? Ihr seht's hier, also Autogefechte mit Elefanten, das ist echt für die Tonne. Hier die Artillerie, okay. Die wird nicht angegriffen, aber irgendwie Elefanten werden grundsätzlich niedergemetzelt bei KI-Schlachten. Gepriesen Aber wir haben sei jetzt dein zumindest Name. mal hier die Rebellen extrem geschwächt. Und ich denke, das wäre dann auch schon unser Punkt, wo wir die nächste Runde könnten, weil mehr haben wir eigentlich momentan nicht zu machen. Tingis ist auch gut aufgestellt. Also gut, wir gehen einfach mal in die nächste Runde und gucken, was passiert. Okay, die Massesylier ziehen ihre Flotte weiter. Und kommen hier mit einer Armee angehoppelt. Wo werden wir jetzt hier angegriffen? Oh fuck.
Ja, eine overpowered Rebellenarmee greift uns an mit Elefanten und wir haben. Doch, wir haben ein paar Fernkämpfe, aber da müssen wir uns beeilen. Das, Leute, wird lustig. Diese bescheuerten. Man kriegt halt auch in dieser Kampagne, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, die öffentliche Ordnung kaum unter Kontrolle. Und ja, da hat man immer das Problem, dass es diese blöden Aufstände gibt. Und schaut mal an, das kann doch nicht wahr sein. Diese Rebellenarmee, die Elefanten, haben schon mal 3 Erfahrungen. Die hier haben alle 4 Erfahrungsstufen. Das ist doch nicht normal, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Also wir geben unser Bestes. Wir haben hier libysche Hopliten, Hopliten und karthagische Hopliten. Zweimal Mob und 2 Plänker, die von der Flotte kommen. Und jetzt müssen wir echt unser Bestes geben, dass wir mit den Plänkern die Elefanten in den Amok bringen. Und dann versuchen, ihrer kaum vorhandenen Infanterie den Rest zu geben. Aber das wird schwierig mit dem, was wir haben. Ich hoffe, wir erwischen schnell die Elefanten. Er startet da hinten. Ich ziehe meine Flotte hier hin, direkt an Land. Und die Landarmee. Formation bilden! Die Landarmee muss sich um den Siegpunkt kümmern. Wobei das ja nicht mehr so ist, wie es mal war. Da wurde ja was geändert. Unsere Geschosse erwarten eure Befehle. Und wir starten jetzt hier einfach das Ding. Und hoffen, dass es reicht, die zu vernichten. Was machen die denn schon wieder? Kommt, Leute, beeilt euch. Gut. Sie sind von Bord. Sie stellen sich jetzt hier auf. Kein Plänkeln. Hä? Ich sehe da irgendwie keinen Unterschied. Oder seht ihr da? Ah, jetzt. Jetzt konnte ich nicht deaktivieren. Okay. Auch optimale Wegfindung. Was die KI da gerade macht. Jetzt kommen auch schon die Elefanten. Oh oh. Das könnte böse werden. Beeilt euch. Ich brauche die, weil ohne die habe ich gegen die Elefanten nicht den Hauch einer Chance. Das sind unsere karthagischen Hopliten. Das ist unsere Bürgerwehr. Ja, und dann haben wir noch 2 libysche Hopliten, aber die werden es nicht reißen. Und der Mob gleich gar nicht. Und die haben natürlich echt afrikanische Kriegselefanten. Das ist nicht normal. Wo haben die die her? So, jetzt wäre es halt interessant zu wissen, von wo er kommt. Um uns hier zu. Er hat natürlich libysche Infanterie, karthagische Kavallerie und afrikanische Kriegselefanten. Das sind eigentlich unsere Elite-Einheiten. Und wenn die jetzt hier wieder eine Stadt verlieren würden, das wäre echt traurig. So, jetzt muss ich bloß gucken, wo er abbiegt. Geht er hier lang oder geht er hier lang? Aber es sieht so aus, als geht er da lang. Hopliten! Was macht denn der jetzt? Trennt euch! Pause.
Also irgendwie ist gerade die Steuerung verbuggt. Ihr seht's hier. Ich habe hier eine Formationsgruppe drumherum gelegt. Nochmal. Sobald ich die drehe, passt meine ganze Einheitenformierung mal überhaupt nicht mehr. Ich hasse Rom 2. Ich hasse es, weil die Steuerung einfach immer noch nach 11 Patches überhaupt nicht, wirklich nicht funktioniert. Sowas ärgert mich dann zu Tode, wirklich. Was macht dann jetzt? Diesen Befehl habe ich aber nicht gegeben. Ach, wir lassen es jetzt einfach laufen. Die werden uns jetzt niedermetzeln, weil die Steuerung total im Eimer ist. Diesen Befehl habe ich euch nicht gegeben. Ja, rennt bitte in meine Hopliten rein. Tut es. Aber lasst bitte die Plänker stehen. Die brauche ich noch. Es ist zum Kotzen. Also ihr seht es hier. Die Steuerung funktioniert überhaupt gar nicht gerade. Ich habe keine Kontrolle wirklich über meine Einheiten im Moment. Geht aus der Phalanx, greift hier die Spastis da an. Den Mob opfer mal gegen die Infanterie. Hopp. Ihr Blenker, ihr seid sowas von bescheuert. Ihr sollt da raus. Der Mob wird jetzt geopfert, um die eine Sekunde aufzuhalten. Die Männer wanken. Ja, das ist der Mob, den ich gerade gegen die libysche Infanterie verheiz. So, ihr auf die Elefanten. Ihr auf die Elefanten. Ich muss jetzt die Elefanten hier stürzen, sonst habe ich keine Chance. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja toll, jetzt stehen nur noch ein paar Hopliten, das ist toll. Diese scheiß Elefanten. Also ihr habt es hier gesehen, es war total verbaut. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich hatte hier noch volle Einheiten, die sind alle geflohen. Das kann echt nicht wahr sein. Weil ich frage mich, warum es dort eine Rebellion gegeben hat. Das ist doch Hippo Regius. Das gehört doch zu Afrika. Wo auch Karthago liegt. Ach nee, ich weiß, dass ich eine Siedlung... Ach nee, Hippo Regius gehört zu... Gehört zu zur Numidia, okay. Jetzt haben wir hier punische Rebellen. Das passt mir auch optimal in den Kram. Leute, ich könnte kotzen. Ich könnte gerade raus kotzen. Die scheiß Masse Sylia, die sind natürlich auf Cityvieh scharf. Das ist klar. Ich habe jetzt aber keinen Bock mehr. Meine Armee rückt jetzt hier vor. Ich lasse mich doch von euch nicht verblödeln hier. Wisst ihr was? Die Elefanten haben volle Power. Hier ist nichts weiter drin. Außerdem wird es ein Hinterhalt. Wir saven das mal schnell und gucken, was passiert, wenn wir das automatisch machen.
Ja gut, die Elefanten erholen sich wieder. Und diese bescheuerte Armee sind wir los. Wir kämpfen für euch, mein Was geben wir ihm? Das mit der öffentlichen Ordnung wäre nicht schlecht. Bewegt euch! Danit, segne unsere Reise. Ich lebe um den mächtigen Karabon. Aber das war jetzt richtig assig hier drüben. Mit ihren scheiß Elefanten, gegen die wir halt mit unserer Garnison überhaupt nichts machen konnten. Was ist das jetzt für ein lustiger Bug? Ich kann mir die Garnison nicht ansehen. Da das Fenster nicht aufgeht dafür. Okay. Was haben wir noch so an Luft? Gut, es geht noch was. Karthago stellt mir eine neue Armee auf. Andere Dynastie, Parkitische Dynastie. Na gut, die Frage stellt sich jetzt nicht lange. Wir nehmen ihn. Mit Elefanten? Ich habe keinen Bock mehr. Wir könnten hier Adelskavallerie ausbilden. Afrikanische Elefanten. Also irgendwie hätte ich Bock. Ihn echt abzuzocken. Gib mir hier mal noch drei solche Plänker, damit haben seine Elefanten keine Chance. Wie kann ich Karthago dienen? Dann holen wir uns hier die Provinz zurück. Es ist echt zum Kotzen hier. Ja, denkt man, man hätte mal ein bisschen eine sichere Lage geschaffen. Nein. Da geht's auf einmal wieder rückwärts. Die Idioten da oben sind immer noch am Plündern. Da werden wir jetzt mal die Vorräte vergiften. Und ist er erfolgreich? Natürlich ist er gescheitert. So, Hannibals Truppe. Kann nicht angreifen, weil sie nicht hinkommt. Wir brauchen noch eine Forschung. Ja gut, Kosten für Schiffe ist jetzt nicht so meins. Ich bin nicht so der Fan von Flotten. Wir müssten da mal anfangen, was gegen unsere schlechte öffentliche Ordnung zu tun. Und deswegen machen wir hier mal was. Und hier auf den freien Bauplatz bauen wir auch mal was drauf, bevor hier ein Elendsviertel entsteht. Tingis ist ja soweit ausgebaut. Hier sieht es jetzt auch nicht so bescheiden aus. Und die Armee wird den Massesyrern auf die 12 geben. Während wir mit dieser neu ausgehobenen Armee hier drüben versuchen werden, uns Hippo Regius wieder zurückzuholen. Was kriege ich denn hier noch für Söldner? Ich gebe sogar Söldner-Elefanten. Okay. Ja, es gibt hier ganz, ganz nette Söldner. Würde ich sagen, wir gehen trotzdem in die nächste Runde, da wir nicht mehr viel machen können. Und den Rundenwechsel, den schauen wir uns noch schnell an. Frieden ist kein leichtfertiges Wort. Krieger sprechen von Ehre und Ruhm. Doch davon habt ihr nur wenig übrig. Gut.
Syrakus hätte gern Frieden und würde uns dafür 1140 Talente bezahlen. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, groß gegen Syrakus zu kämpfen. Deswegen das Geld nehme ich mit und okay. Wo segeln die jetzt hin? Okay, die werden mich wahrscheinlich im Kampf unterstützen, habe ich so das Gefühl. Wir haben auf jeden Fall eine Mission abgeschlossen. Aus der Asche. Wir werden am hellsten leuchten, wir haben Not und Erniedrigungen ertragen, doch nun sind wir wieder stark. Ist der Widerstand in Iberien erst unter Kontrolle, können wir uns Rom zuwenden. So, wir haben 2 von 3 Bonuszielen abgeschlossen. Wir kriegen 5.000. Wir haben eine politische Intrige. Wir haben Ziel. Wir stellen uns ihm entgegen. Krieg bahnt sich an. In diesen Ländern liegt Wohlstand. Iberien wird uns reich machen und unsere Kriegsbemühungen finanzieren. Wir müssen unsere neuen Bereicherungen zusammenlegen, dann wird Rom unsere Macht kennenlernen. Beherrscht 24 Siedlungen. Oh Gott. Irgendjemand haben sie mir umgebracht. Und ich kann nur andere Dynastien nachrekrutieren. Gepriesen sei Baal-Hamon. Hä? Leute, das war doch Hannibals Armee. Ja, geil, die haben Hannibal verwundet. Juhu. Das hatte ich ja bei der Cäsar-Kampagne überhaupt nicht. Das ist mal geil. Haben die uns einfach Hannibal verwundet, die Sackgesichter. Und das genau in dem Moment, wo wir hier diese overpowered Rebellenarmee niedermachen müssen. Also Leute, würde mal sagen, das machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.